Wir befinden uns hier auf der linken Wienzeile vor dem Gebäude Haus Nummer 12 bis 14. Heute fällt hier vor allem die Baustelle auf. Hier wird ja kräftig umgebaut, das kann man gut erkennen. Gestern allerdings sah es ganz anders aus. Hier war die Straße gesperrt für mehrere Stunden. Grund dafür ein Feuer und vermutlich eine Gasexplosion. Dieses Geräusch hat auch dazu geführt, dass die Feuerwehr sehr viele Anrufe erhalten hat. Teilweise natürlich von Einwohnern des Hauses, aber auch aus Nachbarhäusern und vor allem auch von vielen Menschen, die zu diesem Zeitpunkt am Naschmarkt in der Gastronomie waren und eben den extrem lauten Knall gehört haben. Die Feuerwehr ist dann ziemlich schnell hier angerückt. Man hat dann auch gleich natürlich das Gas abgedreht, die Straßen abgeriegelt, Polizei war auch vor Ort und natürlich auch die Rettung, denn es hat auch mehrere Verletzte gegeben aufgrund von Rauchgasvergiftungen. Ein Mann war sogar schwer verletzt, lebensbedrohlich waren seine Verletzungen allerdings nicht. Die Feuerwehr hat dann versucht, von beiden Seiten diesen Brand sozusagen einzukesseln, also einerseits von der linken Wienzeile aus, andererseits vom hinteren Zugang über den Hof. Und dann konnte man ziemlich bald auch die Wohnung mit dem Feuer feststellen. Dort dürfte es dann eben auch zu dieser Explosion gekommen sein. Die Wohnung ist vollkommen ausgebrannt. Allerdings war es noch recht kritisch für Mieter, die sich noch im Haus befunden haben. Die Wohnungen sind evakuiert worden. Zwei der Mieter mussten über eine Drehleiter aus dem vierten Stock befreit werden. Die haben uns dann später auch noch ein Interview gegeben und gemeint, dass es hier immer wieder Probleme mit Gasgeruch gegeben habe. Und man hätte das auch die Hausverwaltung informiert. Es wäre aber so, diese beiden Mieter, nie sehr viel zurückgekommen. Und jetzt wäre eben das Schlimmste passiert. Seit gestern Nachmittag hat dann die Polizei die Brandermittlungen übernommen. Da wird sich jetzt dann auch herausstellen, inwieweit das Ganze eben auch mit der Baustelle zu tun hat. Es könnte ja unter Umständen auch ein Kabelbrand gewesen sein, der in dieser Wohnung ausgebrochen ist, die vollständig ausgebrannt ist. Und der könnte dann unter Umständen eben auch diese Gasexplosion ausgelöst haben. Die Mieter, die mussten dann, wie gesagt, ihre Wohnungen verlassen. Erst gegen 19 Uhr konnten sie wieder zurückkehren.